Ja, aktuell habe ich gerade einen abgebrochen, weil eben Probleme aufgetreten sind, die so rasch nicht zu beheben waren. Ja, weil wir testen circa, wenn wir jetzt ein Pflanzenschutzgerät hernehmen, zum Beispiel so eine Pflanzenschutzsaison, die beginnt irgendwo Ende März bis jetzt im Juni. Und wenn man kleine Probleme kann man während des Tests beheben, aber größere Probleme nicht. Das heißt, wir haben ihn jetzt abgebrochen und werden ihn im nächsten Jahr mit einer neuen Maschine hoffentlich so weit abgedatet, dass dann alles einwandfrei funktioniert, werden wir dann weiterführen. Aber eines ist immer klar, wir lassen nichts unter den Tisch fallen. Wenn abgebrochen wird, dann wird es auch gesagt.